gut, dass ich nicht rangegangen bin. Es war Jordan und sie ist sauer. Warum das denn? Weil alle nur noch über Shaws Abgang reden und wir im Rampenlicht stehen. Da, wo wir hingehören. Oh ja. Hey, da kommt er ja. Da warten wir noch. Folgen wir ihm. Wir folgen also echt ein Kopf. Was kann schon schief gehen? So ziemlich alles. Steht in der Nachricht auch, wohin wir diesem Kopf folgen? Nein, aber wir werden es wohl rausfinden. Und hoffentlich überleben. Hey, er fährt ins Containerdepot. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht, dass die hier Strafzettel verteilen. Wow, wow, wow. Halt an! Was machen die da? Unser Junge hat gerade ein paar Schlüssel bekommen. Wenn wir weiterfahren, sehen sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Hast du was über Torres rausgefunden? Nicht viel. Außer, dass sie zu Mercers Einheit gehört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Kann sein. Ich frag mich, wieso man mit sowas anfängt. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Sonst bemerkt er uns. Okay, alles klar. Los jetzt. Hast du schon mit Lucas geredet? Nein. Wir haben schon früher gestritten. Aber nie so. Ich lasse ihn lieber eine Weile in Ruhe. Irgendwas verschweigt er mir. Irgendwas über ihn und Papi. Dachte, zwischen ihnen lief's gut. Das habe ich anders erlebt. Er hält offenbar bei der Halle an. Lass uns hier warten. Dann wohl die Ware. Wir müssen ganz schön Gas geben, wenn wir dranbleiben wollen. Reiß dich zusammen! Ich glaube, die Hundebesitzerin dieses F40. Echt? Was ist passiert? Dasselbe wie bei mir. Der Wagen wurde beschlagnahmt und ist dann spurlos verschwunden. Sieh dir das an. Der Arsch fährt, als wäre das sein Wagen. Hat das jemand gemeldet? Würde sowieso nichts bringen. Da steht Aussage gegen Aussage. Und uns glaubt hier keiner. Ich verliere ihn nicht nach den Augen. Schön unauffällig. Halt hier an. Ja, das sieht total legal aus. Finden wir es raus. Die Wagen hier müssen ein paar Mögen wert sein.
Ich hatte Rennen gegen ein paar von denen. Was machen die hier? Heilige Scheiße. Ist das krass. So krass wie ein Kofferraum voll Geld. Das ist verfickte... Scheiße. So eine Scheiße. Dein Auto wirst du wohl nicht wiedersehen. Diese Wichser. Scheiße, du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich alles aufgeladen habe. Er war kurz vorm Heulen. Das hätte Frank gefallen. Okay, ich helfe Torres. Das Arschloch Mercer. Wir halten ihn auf. Wenn wir das machen, brauchen wir einen Plan. Uns fällt schon was ein.